Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja, die Rettungsteam-Basis ist fertig, haben wir im letzten Part gepackt, erfolgreich. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein paar Missionen machen, bevor es weitergehen kann. Frostwald war die, ne? Ja, mit dem Partner real schön. Ja, Attacken. Das wollen wir jetzt nicht machen. Nicht angucken. Wir wollen jetzt lieber... genau. Schade, gibt's nichts. Gucken, was es hier so für Belohnungen gibt. Wir nehmen den Frostwald auf jeden Fall. Denn ich will das Partnerreal haben. Wieso sag ich mal Partnerreal? Ich weiß nicht, ich hab ein Partnerareal haben. So. Und ja. Deswegen machen wir die Mission gleich, beziehungsweise den Auftrag. Können hier aber erstmal Unmengen an Blosivsamen lagern. Und den letzten habe ich vergessen. Verdammt. Okay, letzten bitte auch noch. Dankeschön. Kein Ding. Nee, danke, dass du es deponierst. Genau, danke. Gucken wir mal, ob er hier Röntgenaugen hat. Nein, Alertroskop. Impulsivschal. Brauchen wir jetzt alles nicht unbedingt. Die Riesenäpfel finden wir später auch noch. Ist auch kein Ding. Was hat er so im Angebot? Kugelsaat, Brüller, Radarorb und so. Ist jetzt nicht so wichtig. Lagern wir lieber unser Geld, sparen ein wenig und... ja, holen jetzt Elekid ins Team. Damit wir... ja, genau. Den Dungeon besuchen können. Den Frostwald. Ups. Und da können wir Elekid jedenfalls noch ein bisschen besser leveln, auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht auch Frostwald ausüben. So. Frostwald, bitte. Nice, dankeschön. Ach, Gottchen. Quapsel schließt sich an. Zu welcher Ebene müssen wir ihn eskortieren? Ich habe nicht drauf geachtet. 8, 9? Anderes. Missionsziele. Echt. Auf Ebene 8. Okay, was haben wir denn fixiert? Blubber. Schöne Sache. Und nochmal. Nice, besiegt. Ja gut, wie Senior gibt jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte. Für Elekid, aber egal. Was ist hier unten denn? Ah, okay, Poke. Das ist schön. Und die Treppe, nice. Ich bin mal gespannt, was für ein Partnerareal wir bekommen werden. Gegen Arctos können wir, soweit ich weiß, noch nicht wieder kämpfen. Ups. Dich treffe ich. Danke. Ich meine, ein bisschen Erfahrungspunkte können wir uns hier schon wegsnacken, würde ich sagen. Wenn schon uns ein Pokémon entgegenkommt, dann können wir uns das auch schnappen, würde ich sagen. Ja. Wäre sonst Verschwendung. Ein Visenior. Erneut. Zack. Und nochmal. Zack. Okay. Ja. Ich denke, das wird jetzt kein großes Problem werden, dass wir hier Quapsil eskortieren müssen. Das Positive ist halt, dass das ein Wasser-Pokémon ist. Und falls wir mit ihnen den Platz tauschen müssen, da wir irgendwie auf Wasser gegangen sind oder so, geht das zum Glück. Und es wird nicht weggeportet dadurch. Ja, das ist ziemlich cool. Ziemlich vom Vorteil. Und wir kommen hier auch ganz gut durch. Wir haben die Mission auch schon gleich geschafft. Das ist wundervoll. Oh mein Gott. Schön. Super geil. Und ich glaube, so eine Eskortierungsdings, Eskortierungsmission, Eskorte-Mission. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die bringt auch ziemlich viele Retterpunkte, glaube ich. Oder auf jeden Fall ordentlich Retterpunkte.
Ja, wow. Nice, wir sind Level 22. Sind wir nicht im letzten Part Level 22 gekommen? Moment, sind wir nicht? Wartet. Ich war der Meinung, wir sind im letzten Part schon Level 22 gekommen. Egal. Mission erfolgreich vollendet. Na, okay, wir müssen noch Quapsel zu seinem Freundchen liefern. Den wir hoffentlich schnell finden werden. Nein? Okay. Ein Pfiffchen, Magnaien. Schön. Das dürfte, ja, ordentlich, relativ ordentlich Erfahrungspunkte geben. Und da unten ist Quapsels Freund. Das Ding ist, Quapsel, Tarnil, also beziehungsweise das Pokémon muss, das Pokémon, was wir eskortieren, muss in der Reichweite sein, sodass die beiden sich jedenfalls sehen können oder bemerken können, bemerken können, dass die halt in einem Raum sind, sag ich mal. Oder nah aneinander. Geröllhürde, okay. 100 Retterpunkte. Ich glaube, das ist einiges. Haben wir keinen neuen Rang erreicht? Was? Wow. Guten Morgen. Ja, das wollen wir überspringen. Das dauert mir viel zu lange, wenn das jeden Morgen kommt. Wunderfelder, alles verloren. Ja, und wieder die gleiche Post wie vorher. Hallöchen, na? Nichts Tolles im Angebot, okay. Was bist du so, Kekleon? Anziehung, Fliorb, Steinorb, auch nichts wirklich so berauschend Nötiges. Wow. Warum war der da oben in der Ecke? Ich will nachgucken, was Geröllhöhle bringt. Prüfen. Nein. Info. Nein. Okay, ja, mach hinne. Ich will kaufen. Nein, das macht auch keinen Sinn. Egal. Wollen wir uns ein paar kaufen? Ich weiß nicht. Klüftplateau. Mhm. Aha. Altes Labor. Da wohnen auf jeden Fall Regi-Eis, Regi-Stil und Regi-Rock. Dschungel. Kaulquappenteich. Rubbelfluss. Ja gut, holen wir uns mal nichts. Ich glaube, für ein paar Legendäre brauchen wir auch ein paar Partner real. Also die ein paar müssen wir kaufen, meine ich. Meistens schalten wir eins erst frei, wenn man das Pokémon ins Team versucht zu holen. So wie bei zum Beispiel Groudon oder so, da kann man das Partner-Areal nicht kaufen. Zählt hier. Wartet mal. Eskortiere mich B. B. Haben wir hier eine A-Quest? Anspruch D, Anspruch E. Anspruch E. Anspruch E. C. Bitte, es ist wichtig. Bring mir Frustration. Haben wir nicht. Aber den Feuerberg würde ich schon ganz gerne machen. Das ist eine B-Mission. Oder nehmen wir. Nee. Ich will nicht. Nein. Das will ich nicht machen. Wir machen den Feuerberg. Eine Eskorte wieder. Da in dem Feuerberg leveln wir, glaube ich, um einiges besser. Als im Dings. Im Tumultwald. Tumultwald, also von dem habe ich erstmal die Nase voll, du. Das muss ich ja sagen, ne? Der ist mir zu nervig. Viel zu nervig. Nein, ich will nichts. Warum will ich nehmen? Ich will lagern. Nicht nehmen. Lagern. Danke. Wir haben ja ein bisschen was, ne? Das, eine Sinelbeere und den Plosivsamen. Ach ja. Ich liebe die Pokémon-Musik. Ich weiß nicht. Die ist so schön. Zippy ist dem Team beigetreten. Und
Ich sollte... Haben wir vielleicht noch hier eine Feuerberg-Quest? Nein. Jobliste Feuerberg ausüben. Feuerberg. Nidorino. Okay, das sind schon mal ein paar Pokémon, die wir, Poke, die wir bekommen haben. Das ist schön. Ich denke mal, der Feuerberg dürfte auch keine so große Problematik sein. So ein großes Problem darstellen. Das dürften wir eigentlich ganz, okay, ganz gut hinkriegen, hier durchzukommen. Ich meine, auf Feuer laufen können wir nicht. Das heißt, da aus Versehen den Platz tauschen zu müssen mit, oh, Kraftband. Was hat denn... Raki hat einen grünen Gummi. Setz mal ein. Das hätte ich eh eine Kit geben sollen, oder? Ja. Egal. Das geben wir auf jeden Fall Draki. Ja. Wir können nicht den Fehler machen, dass wir auf Feuer laufen und mit dem Nidorino den Platz tauschen müssen. Und ich glaube, wir dürften hier eigentlich keine großen Probleme haben. Okay. Dürften wir nicht, denke ich. Nein. Wir sind alle recht stark. Elekid dürfte ja auch vielleicht noch Level aufsteigen, je nachdem wie schnell wir hier durchkommen. Ein Kekleon-Laden, hi! Radarorb, Strahlorb, Plosivsam, ja, und die Äpfel brauchen wir nicht. Man könnte bei dem Kekleon-Laden auch was klauen, aber dann... ja, verfolgt euch Kekleon. Die ganze komplette Ebene lang und die sind stark. Ich glaube, die sind Level 100 oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die mega stark. Also, das solltet ihr nur machen, wenn ihr irgendwie... ich glaube, es gibt einen Orb. Der bringt euch direkt zur Treppe, wenn ihr ihn einsetzt. Und nur dann solltet ihr das auch machen. Oder dann wäre es eine... Ja, Versuch wert, das einmal... zu versuchen. Ein Versuch wert ist zu versuchen, ja? Das ist super deutsch. Wir kommen hier gerade echt gut durch die Ebene durch. Also auf jeden Fall finden wir schnell die Treppe. Ein Kotel! Besiegt. Also so viele Erfahrungspunkte bringen die aber auch nicht, ne? Finde ich. Ich meine, da hatten wir schon krassere Ebenen. Oder ist Draki letzten Part Level 22 gekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Kann auch sein. Okay, ich kann nur Blubber einsetzen. Mann, das ist aber doof gelaufen, ey. Hätte ich auch gar nicht so eingesetzt. Hm. Mensch. Ein rosa Gummi. Ist das nicht was für Psycho-Pokémon? Ich glaube schon. Gift-Pokémon, okay. Werfen. Steigt etwas, das ist immerhin schon mal ein bisschen, ne? Zack, Kotel besiegen, wir wollen ja hier noch ein bisschen leveln, ne? Wenn wir schon dabei sind, in so einem Dungeon und Pokémon uns so entgegenläuft, dann können wir das ja auch besiegen. Bringt ja auf jeden Fall schon mal mehr Erfahrungspunkte als im Tumultwald. Und so ein Schneckmack bringt mehr als ein... Kotel, das wundert mich ein bisschen. Aber gut, ich meine, was soll's. Bonita ist da unten gerade langgelaufen, ne? Egal. Wir kommen hier, Alter, kommen wir hier gut durch. Warum hatten wir das damals nicht, als wir das erste Mal hier waren? Mann. Jetzt geh schräg da hoch, bitte. Danke. Mensch. Feuerberg E10. Da ist eine TM, die würde ich gerne haben. Wenn das jetzt Frustration ist, ne? Kugelsaat, okay. Jetzt dürften wir auf der Ebene sein. Ja, okay. Erholung. Okay, dann da unten war ein Gummi, das will ich haben. Und, ah, da ist auch sogar Paras. Schön. Und Elekid Level 14, das ist super. Schon mal Level weiter. Holt ja langsam ein bisschen auf mit dem Level, ne? Ein bisschen immerhin. Noch ein rosa Gummi. Bitteschön, Zippy. Paras, komm her. Danke.
Und... nö. Wir gucken mal, ob wir hier noch weiterkommen. Ob Lapardos schon da ist. Ob wir Lapardos schon ins Team holen können. Wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich cool. Was war Alertos Korbschütz nochmal für was? Moment. Alertoskop. Vor Schlafen, oder? Ja. Ist das Kraftband nicht ein bisschen besser? Ich glaube schon, oder? Dann kriege ich nämlich auch. Also gebe ich mir auch ein Kraftband. Als ob er mich vergiftet hat. Zack. Okay, wir dürften. Genau, wir dürften jetzt auch hier sein. Oh! Okay. Dann hat sich das erledigt. 400 Poke, Klimaband und 80 Retterpunkte. Das ist schön, das ist schön. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Dungeon packen könnten. Vielleicht so einen recht schnellen. Eine recht schnelle Mission. Gucken wir mal. Seit wann schlafen wir im Sitzen? Haben wir das schon die ganze Ecke getan? Oh. Ich weiß es nicht. Ich habe da drauf gerade erst das erste Mal geachtet. Das ist wirklich drauf geachtet. Typen. Ja, ja. Ich glaube, Donnerbär könnten wir vielleicht machen. Mal gucken, was wir noch so für Missionen finden. Also wir haben da Donnerberg und Riesenschlucht. Belebersamen nehmen wir. Und was haben wir hier noch? Kaufen. Anziehung, Gedankengut und so. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Lagern. Aber ich habe gerade das Gefühl, das laggt ein wenig. So zwischendurch mal so ein paar Frame-Einbrüche. Habe ich, glaube ich. Was aber keinen Sinn macht. Irgendwie eigentlich. Aber okay. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ach komm, auf den anderen Belebersamen. Nein, auf den kann ich nicht scheißen. Nehmen. Zack. ...800. Gut. Holen wir uns gleich noch den Belebersamen. Gucken aber vorher hier nochmal nach, ob wir noch ein wenig Quests haben, die ziemlich gut sind. Ja. Lila Gummi und so. Top Elixier. Wir nehmen die Riesenschlucht. Machen wir das noch in dem Part? Ich glaube, das machen wir im nächsten Part, ja. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Nein. Nehmen. Amrena-Beere. Denn die andere Riesenschlucht-Mission, die wir noch im Links haben, im Postkasten, haben wir, da müssen wir, glaube ich, eine Amrena-Beere finden oder geben. Ja, Amrena-Beere gesucht. Gut, dann haben wir hier 3 Quests, die wir machen können. Was bringen die so? C und C. Also Top Elixier irgendwas. 300 Poke, 600 Poke und irgendwas. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir noch schnell Sippy ins Team. Ja, zum Team. Und gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen, dieses Video bewerten. Und ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.